Der erste Farbfilm stammt hier aus der Gegend. Bitterfeld war die Industrieregion der DDR und die schmutzigste Stadt Europas. Zehntausende Menschen fanden hier vor 1989 Arbeit. Nach der Wende wird aus der einstigen Innovationsgegend die Umweltkloake des wiedervereinigten Deutschlands. Von heute auf morgen existiert ein neues Wirtschafts- und Wertesystem. Die Fabriken und der Tagebau werden dicht gemacht. Wie geht eine ganze Region damit um? Was ist aus ihr geworden? Wir treffen einen Zeitzeugen, der den Strukturwandel der Stadt mehr als ein halbes Jahrhundert lang miterlebt hat. Huch, Sie machen ja schon die Tür auf. Ich hatte Sie schon kommen sehen. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin Miriam Janke. Wir haben ja telefoniert. Freut mich. Guten Tag, Herr Baronius. Wollen wir kurz hochgehen oder wollen wir im Alltag gerne reden? Gerne. Wir kurz hochgehen. Ja? Sie wollten so noch die Karte zeigen. Ja, mache ich alles. Ja, gerne. Gut. Und Sie wollen mitkommen oder draußen bleiben? Glaube ich nicht. Vielleicht nehmen wir einfach an. Das ist der ganze Landkreis. Und hier haben wir den Chemiepark. Und um den geht es ja. Der erstreckt sich also über ungefähr 7 Kilometer von der ehemaligen Filmfabrik, also Orbo, über die ehemalige Farmfabrik. Das waren mal 32.000, 33.000 Arbeitsplätze und sind jetzt 11.000 mit 360 kleinen Firmen. Und das Problem hier vom Landkreis war, dass wir ja neben der Chemie noch den Braunkohlentagebau hatten mit ungefähr 14.000 Mitarbeitern. Da ist jetzt die Gotsche entstanden. Das ist nichts mehr. Also das war ja mehr Arbeitsplätze, als Bitterfeld Einwohner hatte. Es waren 50.000 Arbeitsplätze. Und wir hatten ja hier die ganzen Dörfer ringsherum, Umkreis 30 Kilometer, gab es jeden Tag Pendelverkehr für die Leute, die hier arbeiteten. Wo könnten wir denn zusammen hinfahren, um so diesen Wandel auch nachzuvollziehen? Mein Vorschlag wäre folgender, wenn Sie einverstanden sind. Wir würden zunächst, wir lassen es mal draußen, auf den Bitterfelder Bogen fahren. Mhm. Und hier unten sind wir Ski gelaufen und dort, wo die Villa am Bernsteinsee steht, ja, dort ging die Mulde lang. Da war auch der Braunkohletagebau. Und erst war der Braunkohletagebau, da hinten sehen Sie am Horizont diese Pappelallee. Ja. Dahinter war auch eine Braunkohlengrube. Sie leben ein halbes Jahrhundert hier. Wie hat sich die Stadt verändert? Also zunächst einmal zum Positiven. Das Problem ist der Einwohnerschwund. Aber sie kennen sie eigentlich nicht wieder gegenüber diesem Grau in Grau. Ich sage Ihnen, 180 Tonnen Flugasche am Tag rieselten hier nieder. Wenn sie Wäsche getrocknet hatten, mussten sie mal abstauben. Das ist also alles nicht mehr. Ja, die wichtigste Umwälzung war die Wende. Und damit natürlich völlige Abkehr von der alten Technologie, die wir hier hatten. Nun ist unsere Hoffnung eben Solar Valley mit jetzt 4.500 neuen Mitarbeitern. Und wir hoffen, dass die Krise bald vorbeigeht und die wieder Gas geben können. Im Augenblick steht alles auf der Bremse. Wollen wir mal noch nach der anderen Seite gucken und noch sehr ein bisschen gerne sehen? Haben Sie sich inzwischen an die Höhe gewöhnt hier? Ja, ich halte mich mal so am Geländer fest mit meiner Höhenangst und bewege mich mal. Hauptsache nicht nach unten gucken. Seit 2002 ist das Solar Valley entstanden, der größte Solarstandort Europas. Bei einigen Firmen wie Q-Cells vervielfachten sich die Mitarbeiterzahlen in den letzten Jahren rasant. Allerdings war das vor der Krise. Nun werden wieder Angestellte entlassen. Und wo ist Ihr persönlicher Lieblingsort in Bitterfeld? Im Augenblick der Badestand an der Gotsche hier. Braunkohletagebau und Umweltverschmutzung sind heute passé. Die ökologische Sanierung ist Vorzeigeobjekt geworden. Für die Zukunft setzt die seit 2007 fusionierte Stadt Bitterfeld-Wolfen auch auf den Tourismus. Das heißt, man versucht so durch so ungewöhnliche Dinge Leute anzulocken. Also Bernsteinmuseum, die kleinen Schwedenhäuser, Wassersport, also irgendwie. Ja, also wir reden von Alleinstellungsmerkmalen. Richtig. Die wollen wir also haben. Da ist der Bogen eins, der Pegelturm ist eins. Das ist ja ein Turm, der schwimmt, das wissen Sie. Der geht mit dem Wasserstand mit, der steht auf einer Stahlnadel. Und es gibt sogar ein großes Projekt, hier vorne ein schwimmendes Hotel zu bauen. Da wollen wir demnächst zusammensitzen, ob das klappt. Und mal sehen, was draus wird. Glauben Sie an die Zukunft von Bitterfeld als Tourismusstandort? Also eigentlich ja. Die Tendenz ist ja doch Urlaub in Deutschland. Ein bisschen. Und ich denke, wir können auf der Welle mitschwimmen. Bei uns stimmt die Chemie, lautet der Slogan des Chemieparks in Bitterfeld-Wolfen, in dem Unternehmen wie Bayer sitzen. Für rund ein Drittel der Einwohner hat sich das nicht bewahrheitet. Sie sind seit der Wende weggezogen. Trotz neuer Firmengründungen wie in der Solarbranche, trotz der etwa 1 Milliarde Euro Unterstützung von Bund, Land und EU und trotz neuer grüner Landschaften.
Bitterfeld-Wolfen bleibt eine Stadt auf der Suche, auch 20 Jahre nach dem Mauerfall.